Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker 2 Online. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und wir haben ein neues Zuschauerlevel von Justin. Die Ruhestätte. Viele Kreaturen kommen zum Sterben zu diesem Ort. Deine Zeit ist noch nicht gekommen. Vier Leute haben es versucht. Wir haben noch keinen Rekord, es ist ein schwieriges Level. Wir schauen mal, wie ich mich anstelle. Ich habe keine Ahnung, Toadette wird es schon irgendwie richten. Es ist einige fiese, schwere Stellen, hat er, glaube ich, geschrieben. Es gibt wieder zwei Checkpoints. Okay, da ist schon mal ein Leben drin. Da ist auch ein Leben drin. Hier ist nichts. Da muss ich rüber, okay. Tja, die Frage ist, wenn ich jetzt in diese Tür reingehe, wo komme ich da hin? Kommt da der... Na, komme ich nur dadurch. Okay. Okay. Das war schon mal nicht so gut. Okay, da hätte ich vielleicht doch ein bisschen schneller durchgekonnt. Ach, und dann springe ich nicht mal da auf diese Totenköpfe drauf. Das ist schon ein bisschen fies hier, muss ich sagen. Ah, da fehlt mir immer noch so ein bisschen der Schwung. Aber ich habe halt vor der Kreissäge so ein bisschen Respekt. Wer weiß, was da oben rauskommt. Ich habe es doch gesehen, dass da hier diese komischen Viecher rauskommen. Und ich bin da nicht drüber gekommen. Mann! So. Ja, das ist ein bisschen fies hier. Muss ein bisschen aufpassen. Uiuiui. Okay. Boah. Ja, ich muss wahrscheinlich da oben lang, ne? So. Da will man dann immer mehr als eigentlich... Das sind getimte Sprünge, ne? So, ja, warte ich lieber. Da kommen da auch so eine komischen Fischis raus, ne? Ach, und dann springe ich da auch noch daneben und dann kommen da auch noch Geister, so wie ich das sehe. Ach, Mist. Wie gesagt, es gibt ja zwei Checkpoints, meines Erachtens, hat er ja gesagt. So. Das geht ja alles. Und jetzt muss ich gucken, dass ich hier rüberkomme. Da kommen immer noch mehr Geister raus. Das, ach, hier oben brauche ich einen Schlüssel. Wo finde ich denn jetzt aber hier einen Schlüssel? Das ist doch bestimmt eine Falle hier, oder? Okay. Aha. Hier rein, sagt er mir. Und dann muss ich wahrscheinlich wieder zurück, oder? Oh, wo bin ich denn jetzt gelandet hier? Okay, Checkpoint haben wir schon mal erreicht. Sehr gut. Eieiei, okay, das ist fies. Da brauche ich... dann brauche ich wahrscheinlich alle Beete, ne? Ich habe schon mal einen Checkpoint habe ich schon mal erreicht. Nee, natürlich warten, bis der hier runterkommt, ne? Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Eieiei, das ist fies, ne? Boah. Vielleicht muss ich auch nach rechts. Ich weiß es nicht.
Eieiei, das muss man aber wirklich timen, dass man da auf diesen Knochen trocken drauf kommt, ne? Ja, und gleich rüberspringen geht auch nicht. Das funktioniert nicht so richtig. Okay, dann muss ich doch warten hier. Ich muss aber auch warten, bis der dort unten runterkommt, ne? Ach, und dann drücke ich mich nicht dolle genug ab, da... Ich hätte vielleicht nochmal ein bisschen eine Chance gehabt. Okay. So, dann muss ich natürlich warten, wie gesagt, ich muss warten, bis der runterkommt. Ah, und dann schmeißen die immer ihre verdammten Knochen. Okay, ich komme über den drüber, wenn ich gleich gut springe. Wäre natürlich eine Möglichkeit, dass ich hier nicht warten muss, ne? Ach, die Tode, ich treib die schon wieder in die Höhe, ey. Boah, heftig, heftig. Aber da kann man, glaube ich... Ne, da kann man nicht stehen, okay. Ich habe gedacht, da kann man stehen, aber das geht nicht. Vielleicht sollte ich doch warten. Immer probiere ich es noch. Ah, ich komme nicht, ich habe nicht genug Anlauf, um da hochzukommen, oder? Okay, ich habe genug Anlauf, da hochzukommen. Ah, dann springe ich um den rum drum, oh, das ist so, es ist gemein, das ist echt gemein. Das sind halt auch Haufen so eine Stacheln, ne, das ist... Der muss auf jeden Fall runterkommen dort. Ja, jetzt ist aber keiner mehr hier, oder? Das ist natürlich fies. Eieieiei. Okay, man sieht ja, wie oft ich gestorben bin, ne? Ich will aber die Zeit nicht abwarten hier. Das dauert mir ein bisschen... ...bisschen zu lange, aber ich muss, glaube ich, abwarten. Jetzt renne ich einfach da rein. Okay, ich warte ab. Aber das ist vielleicht auch nicht so gut, das Abwarten. Und dann komme ich nicht mal bis da hoch. Na gut, ich brauche die ja. Also wenn ich den eh mal, wenn ich das beim ersten Mal nicht... Mann! Das ist gemein und da oben, das ist auch gemein. Das ist richtig fies, ey. Ich meine, gut, ich habe zwar einen Checkpoint erreicht, aber... Ist trotzdem fies. Aber man hat doch keine Chance mehr, wenn der eine weg ist, dass man da... Ich will es immer wieder probieren, gleich da hochzukommen. Weil das geht, auf jeden Fall. Ich habe es ja schon geschafft. Ne? Leck mich doch am Popo. Gibt's da nicht. Na, vielleicht soll ich mir doch die Zeit nehmen. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich kann auch nicht hier... Runter. Und dann springt er nicht so, wie ich das will. Also die, Toadette, meine ich doch. Boah, das ist alles so fies. Das sind so fiese Sprünge, ne? Jetzt kommt hier dieses komische Vieh runter, ne?
Okay, aber wie komme ich bei dem da weiter? Okay. Es ist sie mein, ja. Tja, da oben rein. Oh Gott, das war verkehrt, oder? Eieiei. Oh, bitte gib mir den zweiten Checkpoint oder so. Irgendwas. Eieiei. Cool gebaut ist es schon wieder. Das gefällt mir. Jetzt müssen wir halt nur durchkommen, ne? Boah, was sind das? Was kommen jetzt für Viecher? Oh. Gibt's da vielleicht sogar einen Pilz? Da gibt's einen Schlüssel. Echt? Oh nee! Na! Scheiße. Warum springe ich denn jetzt? Gibt's doch nicht. Ah, ich war so gut, ich war so gut. Okay, der fliegt auf jeden Fall länger da. Okay, das ist auch eine fiese Stelle hier. Ah, nee, dann. Oh, boah. Ja, muss man ja echt. Ey, das ist gemein, das ist. Das ist gemein, aber wenn man hier immer verkackt, hat man keine Chance mehr irgendwie zu resetten. Da kommen die Viecher nicht mehr raus. Meine gut, hier ist das. Hier ist der Checkpoint, das ist okay. Und dann habe ich einen Schlüssel geholt und dann kommt dieses olle Feuer, ey, das gibt's nicht. Es wird lange dauern, es wird lange dauern, das wird dauern. Ja, ich denke mal, bei 20 Minuten mache ich Schluss, dann ist das Teil 1 und dann geht's weiter im Teil 2. Manchmal springt sie ab und manchmal springt sie gar nicht ab. Verstehe ich nicht. Da. Die braucht so ein Power nach oben. Also wie gesagt, warten wäre wahrscheinlich die beste Möglichkeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich will halt nicht warten. Das dauert mir halt zu lange, aber. Ich muss aber warten. Na toll. Habe ich schon verkackt. Oder auch nicht. Oh, und dann ist da so ein fieser Sprung. Boah, das ist. Okay, Moment. Ach, und dann schießt er seinen verdammten Knochen. Ah, das ist so viel Timings. Da ist so viel Timing hier gefragt. Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn, echt. Das ist wirklich gutes Timing hier. Braucht man hier, um hier durchzukommen. Dann kommt man nicht mal da hoch, weil dieses alle. Dieser alle Knochenkuper da kommt. Ey, leck mich doch. Knutsch meinen kalten Popo, ey. Heftig, krass. Also ich weiß nicht wie.
Ich weiß ja nicht, wie lange ich brauche. Nee, gut, ich habe, wie gesagt, ich habe ja einen Checkpoint. Ach nee, das geht nicht. Die haben ein doofes Timing hier. Das ist ein doofes Timing. Ah, okay, der geht nicht kaputt. Da kann man auch auf der Stelle hopsen. Aber muss halt bis da hochkommen. Ne? Man muss genau... So, komm. Nicht gut, nicht gut. Nicht gut. Aber zumindest ist der richtige Weg, denke ich mal. Warum springt denn der nicht da hoch mit diesem ollen Sprung? Das gibt's nicht. Ja, das Level ist gut. Das Level ist gut gebaut. Also das will ich gar nicht abstreiten, ne? Erstmal wieder bis dahin zu kommen. Das ist schon krass, ey. Vielleicht muss ich den eh wirklich... Vielleicht muss ich den eh wirklich platt machen und dann auf den zweiten springen und aufpassen, dass er nicht seinen Knochen wirft da. Ich will es mal wieder versuchen, ne? Eieieiei. Mann, ich muss abwarten, bis er seinen Knochen schmeißt da. Das mit dem Feuer am Ende ist auch fies. Schlüssel hat man und dann auf immer... Ja, ich muss wahrscheinlich dann irgendwo... Muss er dann irgendwo zurück, anders geht's ja gar nicht. Und dann hoppe ich über den drüber, der fliegt ja nach unten eigentlich. Eigentlich schaffe ich das. Okay. So, jetzt sind wir zumindest erstmal da hier oben. Und dann sterbe ich an so einem... Ja. Ich treibe die Abschlussrate nach oben. Aber das ist mir egal. Hauptsache ich schaffe das Level. Oder ich schaffe es nicht. Aber ich muss ja zwei Parts machen. Auf jeden Fall. Mit dem Part komme ich ja sowieso nicht hier durch. Ja, das habe ich gesehen, dass ich das nicht hinkriege. Das habe ich gesehen, das habe ich gesehen. Ey, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Oh nee, da oben bin ich auch schon mal gestorben. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ach, jetzt muss ich warten. Aber warten ist nicht gut. Dann springt er nicht mehr da hoch. Ja, das ist echt knifflig hier. Bin gleich bei 20 Minuten, dann werde ich den ersten Part beenden. Bin ja am Checkpoint. Okay. Wir machen Pause, machen hier im nächsten Part weiter. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis gleich.